Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich freue mich, wieder einmal in Barcelona zu sein. Natürlich auch hier in diesem Hause, aber im Übrigen natürlich in der wunderschönen Stadt. Gestern haben wir schon den Strand besucht. Wir haben es noch nicht gewagt zu baden, aber wir haben dort einen schönen Kaffee getrunken. Und das war schon eine wirklich sehr schöne Angelegenheit. Ja, mein Thema lautet Freizügigkeit und soziale Rechte nicht erwerbstätiger Unionsbürger. Die Freizügigkeit von Personen ist, neben der Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen und Kapital, einer der vier Grundpfeiler der europäischen Integration. In letzter Zeit sind ihr Wert und ihre Entwicklung jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Diese Schwierigkeiten lassen sich zurückführen auf die Inanspruchnahme grenzüberschreitender Sozialleistungen durch Unionsbürger und finden ihren Ausdruck in dem Schlagwort von einem im Deutschen Sozialtourismus in der Union. In Deutschland war dies Anlass zur Erstellung eines von der Bundesregierung, also von der gesamten Bundesregierung im August 2014 verabschiedeten umfassenden Berichts zur tatsächlichen Lage, wenn auch diese Lage weit weniger dramatisch ist, als man es manchmal den Medien entnehmen kann. Auch die europäischen Institutionen sehen insoweit erheblichen Handlungsbedarf. So soll das Programm Europa für Bürgerinnen und Bürger im Zeitraum von 2014 bis 2020 mit einem Finanzbeitrag von rund 185 Millionen Euro die Unionsbürgerschaft fördern und vor allem den Informationsstand der Bürger über die Union, über ihre Geschichte und über ihre Vielfalt verbessern. Freizügigkeit als Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit von Personen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehörte von Anfang an zu den Zielen der europäischen Integration. Sie beschränkte sich zunächst auf die wirtschaftliche Freizügigkeit, einmal der Arbeitnehmer, der selbstständig Erwerbstätigen und der Beteiligten am Dienstleistungsverkehr. Zur Einführung einer darüber hinausgehenden allgemeinen Freizügigkeit, also ohne wirtschaftliche Tätigkeit, kam es 1990 durch drei Richtlinien, die eine für aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene Personen, die andere für Studierende und die dritte für sonstige, nicht wirtschaftlich tätige Personen. Seit dem Vertrag von Maastricht von 1992 und nunmehr zusätzlich durch die Charta der Grundrechte gewährleistet auch das Primärrecht den Unionsbürgern das Recht, sich ohne wirtschaftliche Betätigung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Dies allerdings nur vorbehaltlich der im Unionsrecht selbst vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen. Einzelheiten zu dieser ganzen Problematik sind nunmehr in einer Richtlinie zusammengefasst worden, nämlich der Freizügigkeitsrichtlinie von 2004. Die wirtschaftliche Freizügigkeit gewährleistet den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten die grundsätzliche Gleichbehandlung mit den Erwerbstätigen in den jeweils anderen Mitgliedstaaten. Diese Freizügigkeit erstreckt sich auch auf die Inanspruchnahme von steuerlichen und sozialen Vergünstigungen. Zu den steuerlichen Vergünstigungen gehören unter anderem die Abzugsfähigkeit von Ausgaben, Steuerrückerstattungen und das Ehegattensplitting. Ich weiß nicht, ob es das in Spanien gibt, aber in Deutschland. Unter die sozialen Vergünstigungen fallen Geld- und Sachleistungen wie Familien- und Ausbildungsbeihilfen, Erziehungsgeld sowie Hilfen zum Lebensunterhalt. Auch die allgemeine Freizügigkeit gewährleistet den Unionsbürgern grundsätzlich Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats.
Dementsprechend können den allgemein Freizügigkeitsberechtigten im Aufnahmemitgliedstaat vielfältige Ansprüche auf Gleichbehandlung immaterieller wie materieller Art zustehen, etwa im Hinblick auf Erziehungsgeld, auf Studienbeihilfen oder auf sonstige soziale Leistungen. Jedoch, die wirtschaftliche und die allgemeine Freizügigkeit unterliegen auch Beschränkungen. Eine allgemeine Beschränkung oder Begrenzung folgt aus dem Ziel der mit der Freizügigkeit verbundenen Rechte, nämlich die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Personenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu beseitigen, für die Grenzüberschreitung. Dementsprechend erfasst der Anwendungsbereich der Freizügigkeitsrechte nicht rein innerstaatliche Sachverhalte. Grundsätzlich muss deshalb ein Unionsbürger von seinem Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht haben, um in den Genuss der damit verbundenen Rechte zu kommen. Ausnahmsweise, und das ist etwas ganz Besonderes, ist dies dann nicht erforderlich, dass man also grenzüberschreitend tätig war, wenn dem Unionsbürger sonst, und das hat der Europäische Gerichtshof gesagt, der Kernbestand seines Statusrechts verloren ginge. Was bedeutet das? Ein Fall wäre etwa, wenn aufgrund der staatlichen Maßnahme ein Unionsbürger faktisch gezwungen würde, nicht nur das Gebiet seines eigenen Mitgliedstaats zu verlassen, sondern das der ganzen Union. Das war ein Fall, der in Belgien sich abspielte. Darüber hinaus enthält das Unionsrecht im Bereich der wirtschaftlichen Freizügigkeit über diese grenzüberschreitende Tätigkeit hinaus, enthält das Unionsrecht im Bereich der wirtschaftlichen Freizügigkeit Beschränkungen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern in der öffentlichen Verwaltung sowie für selbstständig Erwerbstätige und im Dienstleistungsverkehr bei der Ausübung öffentlicher Gewalt. Zulässig bleiben ferner Beschränkungen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. Soweit ganz kurzen Blick auf die wirtschaftliche Freizügigkeit. Die allgemeine Freizügigkeit gilt generell nur vorbehaltlich der im Vertragsrecht und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen. Was sind das für Beschränkungen? Zum einen sind es Beschränkungen zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und Gesundheit, wie es auch bei den wirtschaftlich Tätigen der Fall ist. Ferner aber, und das ist etwas Besonderes, müssen allgemein Freizügigkeitsberechtigte einen umfassenden Krankenversicherungsschutz für das Aufnahmemitgliedstaat haben und ausreichende Existenzmittel, die zumindest die Höhe erreichen müssen, sodass die allgemein Freizügigkeitsberechtigten nicht Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen. Diese zusätzlichen Erfordernisse, Krankenversicherung und Mindestbeiträge oder Mindestexistenzmittel, die sollen sicherstellen, dass der Aufnahmemitgliedstaat nicht in seinen öffentlichen Finanzen allzu sehr belastet wird. Bei den wirtschaftlich Freizügigkeitsberechtigten ist das nicht erforderlich, denn man nimmt an, dass diese Personen genügend Geld verdienen, um einen Gesundheitsschutz zu finanzieren und auch ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Nun möchte ich nur, damit das etwas anschaulicher wird, drei verschiedene Personengruppen vorstellen, für die Besonderheiten bestehen bei der allgemeinen Freizügigkeit. Die erste Gruppe sind die Arbeitssuchenden, die zweite Gruppe sind die Studierenden und die dritte Gruppe, das ist das, was jetzt am schwierigsten ist, sind sozialhilfebedürftige Unionsbürger. Zunächst zu den Arbeitssuchenden. Arbeitssuchende, das sind ja noch nicht wirtschaftlich tätige Arbeitssuchende, die sich erstmals in einen anderen Mitgliedstaat begeben, hatten dort anfänglich nur ein vertragliches Recht auf Gleichbehandlung im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung. Aufgrund ihrer Unionsbürgerschaft, und das ist neu, gilt nunmehr diese
Begünstigung auch für finanzielle Leistungen, die Ihnen, den Arbeitssuchenden, den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Das ist etwa in Deutschland der Fall für Deutsche und da profitieren auch ausländische Arbeitssuchende. Voraussetzung dafür aber, dass Sie diese finanziellen Leistungen erhalten können, ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, dass zwischen den Arbeitssuchenden und dem Arbeitsmarkt in dem Aufnahmemitgliedstaat eine tatsächliche Verbindung schon besteht. Was kann das sein? Etwa durch Wohnsitznahme. Nach der Freizügigkeitsrichtlinie von 2004, die ich erwähnt habe, ist der Aufnahmemitgliedstaat allerdings nicht verpflichtet, Arbeitssuchenden vor Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts nach 5 Jahren Sozialhilfe zu leisten. Also er muss ihnen Hilfe leisten beim Zugang zum Arbeitsmarkt, aber nicht Sozialhilfe. Das scheint sich zu widersprechen, aber es ist letzten Endes kein Widerspruch. Nämlich bei vertragskonformer Rechtsauslegung muss die Bestimmung dieser Freizügigkeitsrichtlinie dahin verstanden werden, dass sich der Ausschluss von finanziellen Leistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht auf diese Leistungen bezieht, die für den Zugang zum Arbeitsmarkt bereitgestellt werden. Ich kann das jetzt nur ganz kurz sagen, aber wenn Sie Fragen haben, kann ich das noch ein wenig mehr ausführen. Nun zu den Studierenden. Das ist vielleicht in unserem Kreise besonders interessant. Studierende, die sich zur Studienaufnahme in einen anderen Mitgliedstaat begeben, hatten dort zunächst lediglich einen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zum Studium. Einfach nur, dass man sie aufnehmen musste. Aufgrund der Unionsbürgerschaft haben die Studierenden im Aufnahmemitgliedstaat nunmehr auch einen vertragsrechtlichen, also direkt aus dem Vertrag zu entnehmenden Anspruch auf Gleichbehandlung bei der Stipendienvergabe. Allerdings gibt es hier auch eine gewisse Begrenzung. Die Studierenden müssen sich dort in dem Aufnahmemitgliedstaat schon eine Weile aufgehalten haben und sich zu einem gewissen Grad in die Gesellschaft des Aufnahmemitgliedstaats integriert haben. Das ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die kann ich auch ein wenig erläutern, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Demgegenüber, diesem grundsätzlichen Anspruch, sind die Mitgliedstaaten nach der Freizügigkeitsrichtlinie von 2004 nicht verpflichtet, so heißt es dort ausdrücklich, Studierenden aus anderen Mitgliedstaaten Studienbeihilfen zu gewähren, bevor die Studierenden das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben. Und das kann man erst erwerben nach einem 5-jährigen Mindestaufenthalt. Das widerspricht sich also dem erst aus dem Vertrag gewonnenen Ergebnis, das ich gesagt habe. Nun dürfen neue Richtlinien nur zur Erleichterung der allgemeinen Freizügigkeit ergehen, nicht aber zur Erschwerung. Und die Erleichterung, die ich vorhin genannt hatte, hatte der EuGH schon vorher bestimmt. Deshalb muss man diese Bestimmung der Freizügigkeitsrichtlinie im Hinblick auf Studierende, die sich in die Gesellschaft des Aufnahmemitgliedstaats hinreichend integriert haben, nicht dahin verstehen, dass sie immer diesen 5-jährigen Mindestaufenthalt erfüllt haben müssen. Das hat der Europäische Gerichtshof nach einer ersten Entscheidung, wo er diese 5 Jahre verlangte, inzwischen aufgegeben. Und er sagt, auch dort muss man prüfen, ob entweder 5 Jahre Aufenthalt gewesen sind oder, wenn es davor war, die Betreffenden schon aufgrund anderer Merkmale sich in den Aufnahmestaat integriert hatten. Und das kann beispielsweise sein, dass sie früher dort eine Schule schon mal besucht haben, dann im Ausland waren, wieder zurückkehren, oder dass sie gute Sprachkenntnisse für den Aufnahmemitgliedstaat erworben haben. Also der Gerichtshof ist da etwas großzügiger geworden. Nun zum letzten Bereich, den Sozialhilfebedürftigen. Das ist konkret das Problem des sogenannten Sozialtourismus. Das sind Fälle, und aus denen ergeben sich Probleme, wenn Unionsbürger ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, aber mangels ausreichender Mittel auf Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats angewiesen werden.
Ich muss sagen, das, was ich jetzt vortrage, ist recht kompliziert, aber das liegt nicht so ganz an mir, sondern an den Vorschriften, die nicht ganz so eindeutig sind, wie man sich das wünschen würde. Was sind überhaupt Sozialhilfeleistungen? Das ist nicht definiert. Der EuGH versteht darunter öffentliche, also staatliche Hilfeleistungen, die jemand wegen unzureichender Existenzmittel im Aufnahmemitgliedstaat in Anspruch nimmt und dadurch, durch diese Anspruchnahme, die Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats so belastet, dass sie das gesamte Beihilfenniveau betreffen. Also nicht jetzt der Einzelfall, sondern sogar das gesamte Niveau muss berührt sein. Dass das eine schwierige Frage im Einzelfall ist, ist selbstverständlich. Ferner unterscheidet die Freizügigkeitsrichtlinie zwischen einer Aufenthaltsdauer bis zu 3 Monaten, einer Aufenthaltsdauer über 3 Monate hinaus und dem sogenannten Daueraufenthaltsrecht, das man nach 5 Jahren erwirbt. Das muss man jetzt alles differenzieren. Sowohl erwerbstätige Unionsbürger wie Unionsbürger, die dieses Daueraufenthaltsrecht erworben haben, besitzen in ihrem Aufnahmemitgliedstaat ein Recht auf Gleichbehandlung mit dessen eigenen Staatsangehörigen, auch im Hinblick auf Sozialhilfeleistungen. Diese beiden Gruppen sind also ohne Probleme. Erwerbstätige Unionsbürger sowie Unionsbürger nach einem 5-jährigen rechtmäßigen Aufenthalt. Zuvor haben, also vor den 5 Jahren, haben nicht erwerbstätige Unionsbürger für einen Zeitraum jetzt über 3 Monate hinaus, wenn sie sich auf dies so lange dort aufhalten möchten, ein Aufenthaltsrecht lediglich, wenn sie, wie ich vorhin schon sagte, eine umfassende Krankenversicherung besitzen und ausreichende Existenzmittel, sodass sie keine Sozialhilfeleistung des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen. Der Aufnahmemitgliedstaat ist deshalb nicht verpflichtet, Unionsbürgern, die keine ausreichenden Mittel besitzen, die aber dennoch von ihrer Freizügigkeit Gebrauch machen, aber nur, um in den Genuss von Sozialhilfeleistungen zu gelangen, dann braucht der Mitgliedstaat solchen Personen keine Leistung zu gewähren. Aber das ist eine klare Regelung. Aber nun kommt ein Problem. Jedenfalls nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der sagt, ein Anspruch auf Sozialhilfeleistung ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Grundsätzlich schon. Vielmehr sollen die Bedürftigen ja nur die Sozialhilfeleistung des Aufnahmemitgliedstaats, wie es in der Richtlinie heißt, nicht unangemessen in Anspruch nehmen. Und zudem, das steht auch dort drin, darf die Inanspruchnahme, wenn jemand sagt, ich habe jetzt kein Geld, nicht automatisch zur Ausweisung führen. Vielmehr muss eine Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen und dabei muss gefragt werden, wie lange hat er sich schon aufgehalten im Aufnahmemitgliedstaat, wie groß sind seine Schwierigkeiten. Und das ist das Schwierigste, was sind denn die Folgen für das gesamte Sozialhilfesystem des Aufnahmemitgliedstaats? Das muss sozusagen die Verwaltung prüfen. Und wenn die Verwaltung geprüft hat, kann man natürlich auch wieder zum Gericht gehen. Also es geht nicht auf keinen Fall, wenn jemand kein Geld hat, dass man ihn sozusagen deportiert über Nacht, sozusagen über die Grenze schafft. Was ist nun noch für die letzte Gruppe, also für die Personen, die einen Zeitraum nur von 3 Monaten im Ausland verbringen wollen. Normalerweise sind da keine weiteren Bedingungen. Wir kennen das alle. Das Einzige, was wir brauchen, ist entweder ein gültiger Reisepass oder ein Personalausweis. Soweit solche Personen nicht erwerbstätig sind, ist der Aufnahmemitgliedstaat nicht verpflichtet, ihnen einen Anspruch auf Sozialhilfe zu gewähren. Das steht in der Richtlinie. Aber in der Richtlinie steht auch, dass ihnen, diesen Personen, das 3-monatige Aufenthaltsrecht so lange zusteht,
wie Sie die Sozialhilfeleistung des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen. Das ist alles etwas verwirrt dort geschrieben, aber das muss man genau ansehen. Und wenn das so ist, ist es im Grunde das Gleiche wie bei Personen, die über 3 Monate im Aufnahmemitgliedstaat sind, denn diese haben ja auch keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Aber also auch hier in diesen Fällen ist das Gleiche wie bei den anderen Fällen, die ich geschildert habe, wenn man innerhalb der ersten 3 Monate Sozialhilfe braucht, weil man überhaupt kein Geld hat, dann muss der Mitgliedstaat das im Einzelfall prüfen. Allerdings, und das ist jetzt meine Interpretation, das hat der EuGH nicht gesagt, das ist weiterhin umstritten. Ich meine, angesichts des kürzeren Aufenthalts von bis zu 3 Monaten kann sich der Aufnahmemitgliedstaat ein wenig kürzer fassen mit seiner Prüfung. Wenn er feststellt, dass etwa der Betreffende nur eingereist ist, ohne überhaupt irgendwelche Mittel zu haben, dann kann man das in einem kurzen Fall, meine ich, klären und ihn ausweisen. Aber jetzt gibt es einen anderen Fall, jemand ist mit genügend Mitteln eingereist und verliert sein Geld oder er wird bestohlen. Dann ist die Frage etwas anders, weil er ja eigentlich seine Mittel hatte. Dann müsste man darüber nachdenken, ob man ihm nicht ein wenig helfen kann oder darf oder muss, damit er wenigstens sozusagen seinen Aufenthalt beenden kann. Ich fasse deswegen diese etwas schwierigen Dinge in kurzen Sätzen zusammen. Erstens, die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist eine Grundfreiheit und ein Grundrecht aller Unionsbürger. Auch das gegenwärtige Unionsrecht unterscheidet weiterhin zwischen wirtschaftlicher und allgemeiner Freizügigkeit der Unionsbürger. Beide, wirtschaftliche und allgemeine Freizügigkeit, gewährleisten den Unionsbürgern Gleichbehandlung mit den Angehörigen des Aufnahmemitgliedstaats nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von 5 Jahren. Zuvor müssen die Unionsbürger dort entweder einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen oder bei einem Aufenthalt von mehr als 3 Monaten über umfassende Krankenversicherung und ausreichende Existenzmittel verfügen. Ein Recht auf Gleichbehandlung haben auch Arbeitssuchende und Studierende im Hinblick auf Beihilfen für den Zugang zum Arbeitsmarkt oder für ein Studium, wenn sie sich zu einem gewissen Grad in die Gesellschaft des Aufnahmemitgliedstaats integriert haben. Und schließlich die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen durch nicht erwerbstätige Unionsbürger kann vor Erreichen des Daueraufenthaltsrechts zur Ausweisung aus dem Aufnahmemitgliedstaat führen, wenn die Leistungen unangemessen oder rechtsmissbräuchlich in Anspruch genommen werden und dies durch eine Einzelfallprüfung festgestellt wird. Das war ein wenig kompliziert, ich entschuldige mich dafür, aber ich stehe auch für Fragen zur Verfügung, wenn Sie es mögen. Vielen Dank. So.